Abenteuer Erde. Es ist das waldreichste Land unseres Kontinents. Seltene Tierarten wie eurasische Luchse und Gleithörnchen leben hier im Osten Skandinaviens. Über 180.000 Seen formen dieses Land am Polarkreis, in dem Bären und Wölfe eine Zuflucht finden. Weit im Nordosten Europas liegt das dünn besiedelte Land. Nur 5,3 Millionen Menschen bewohnen eine Fläche, die in etwa der von Deutschland entspricht. Finnlands längste Staatsgrenze ist die zum großen Nachbarn Russland, Skandinaviens wilder Osten. Mitte März, Winterende. Die Landschaft Kainuu in Nordostfinnland ist noch fest im Griff von Väterchen Frost. Sibirische Kälte von minus 40 Grad Celsius ist keine Seltenheit. Nur arktische Spezialisten können solch eisige Temperaturen überstehen. Die seltenen und scheuen Vielfraße halten keinen Winterschlaf. Jungtiere aus dem Vorjahr bleiben häufig noch einige Monate zusammen. Späteren Streifgebiete können über 1500 Quadratkilometer groß sein. Das mächtige Braunbärenmännchen hat bereits seine Winterruhe beendet. Nach 5 Monaten ohne Nahrung leitet ihn nur noch ein Sinnesorgan, seine Nase. Doch hält das Eis den 300 Kilo Koloss? Eistest bestanden. Das Risiko ist gering, der Hunger umso größer. Auf dem gefrorenen Weiher liegt ein veränderter Elch. Er weckt allerdings auch die Begehrlichkeiten anderer. Vielfraße sind ernsthafte Nahrungskonkurrenten. Nun heißt es, schnell den Elch vom Eis zu holen. Nasse Bärentatzen lassen sich kaum mehr vermeiden. Mit Elchkuh kommt nun eine halbe Tonne Gewicht zusammen. Bärenmarder, wie Vielfraße auch genannt werden, sind erstaunlich unerschrocken. Sie haben schon so manchen Kadaver erobert. Der Bär wird Wache schieben müssen. Wenn nötig, die ganze Nacht. Finnlands Landfläche ist zu 86% bewaldet. Doch aufgrund intensiver Forstwirtschaft gibt es vor allem junge Bäume und Monokulturen. Nur 3% der artenreichen Urwälder von einst sind geblieben. Vor allem im Grenzgebiet zu Russland.
Dies sind Aufnahmen von besonderem Wert. Nie zuvor konnte ein wilder Luchs in Finnland gefilmt werden. Das Jungtier ist typisch Katze. Es interessiert sich für Vögel und ist außerordentlich wasserscheu. Noch leben etwa 1500 Luchse in Finnland. Und gerade mal 150 Vielfraße. Zu Gesicht bekommt man beide kaum. Sie sind meist bei Nacht unterwegs. Polarlichter. Besonders im Herbst sowie gegen Ende des Winters erscheinen sie am Himmel des hohen Nordens. Nicht weniger faszinierend ist Ende April ein anderes Naturschauspiel. Die Balz der Auerhähne. An bestimmten Orten, die schon über viele Generationen hinweg genutzt werden, treffen sich die Hähne zum jährlichen Kampf. Auch die unscheinbaren Weibchen versammeln sich nach und nach, um das Kräftemessen zu verfolgen. Die Kontrahenten schenken sich nichts, als ginge es um alles. Tatsächlich führen die Auseinandersetzungen nicht selten zu ernsthaften Verletzungen oder gar zum Tod. Der Testosterongehalt im Blut der Hähne steigt während der Balz auf ein Vielfaches des Normalen an. Der Sieger bekommt den Preis, die Gunst der Weibchen und das Vorrecht, seine Gene an die nächste Generation Auerhühner weiterzugeben. Dem Verlierer bleibt nur Gefiederpflege und vielleicht ein neuer Versuch am nächsten Morgen. Nach wenigen Tagen sind alle Weibchen in der Umgebung begattet. An der finnischen Seenplatte lebt eine Rarität im Tierreich. Die Saimaa-Robbe gilt als seltenste Robbe der Welt. Nur 260 von ihnen gibt es noch. Die Robben kommen nur im Saimaa-Seengebiet im Südosten Finnlands vor. Ihre Heimat wurde während der letzten Eiszeit vom Meer abgeschnitten. Daher haben sie im Binnenland keine natürlichen Feinde mehr. Die Jagd durch den Menschen, exzessiver Fischfang und Umweltgifte wie Quecksilber rotteten die Tiere beinahe aus. Die Bilder machen Hoffnung. Doch um die Saimaa-Robbe zu retten, müsste die Netzfischerei in der Region komplett verboten werden. Schwer vorstellbar in einem Seenland. Saimaa hätte eigentlich für bis zu 6000 Robben Platz. Mindestens 400 müssten es wieder sein, um die Ringelrobbenunterart langfristig zu erhalten.
Schwarzspechte sind typische Bewohner finnischer Wälder. Zur Festigung der Partnerschaft wird die Bruthöhle gemeinsam gebaut. Im Haushalt der Familie herrscht Emanzipation. Während das Männchen die Späne entsorgen muss, ist das Zimmererhandwerk Sache des Weibchens. Noch einen Schnabel Holzspäne und das Heim ist bereitet. In einigen Spechthöhlen haben sich seltene Untermieter eingenistet, Gleithörnchen. Außerhalb des Baus erleichtert es sich erst einmal. Wenn man die nachtaktiven Tiere im Frühjahr tagsüber sieht, steht ein besonderes Ereignis bevor. Das Weibchen markiert seinen Baum, um Männchen darauf aufmerksam zu machen, dass es paarungsbereit ist. Dafür zerkaut es seinen Kot und reibt den Brei auf die Zweige. Ein Verhalten, das diese Aufnahmen erstmals zeigen. Nun heißt es, die Wirkung abzuwarten, im Schutze der ehemaligen Buntspechthöhle. Nach 10 Minuten sind bereits die ersten Männchen zur Stelle, im freien Flug. Eine Knorpelspange spannt die Flughaut, gesteuert wird mit Schwanz und Beinen. Sofort werden die Rivalen aktiv. Es wird verjagt, gebissen und gelockt. Wann zeigt sich denn die Auserwählte? Sie lässt sich nicht lange bitten. Wieder beginnt eine wilde Jagd. Nur ein Männchen wird am Ende das Rennen machen. Vorsichtig nähert sich das etwas kleinere Männchen an und schon stecken beide unter seiner Flughautdecke. Er hat das Nachsehen. Im Repovesi-Nationalpark ist Balzzeit der Sterntaucher. Kein Eindringling wird vom ansässigen Paar geduldet. Sofort versuchen die beiden, den fremden Junggesellen zu beeindrucken. Doch so deutlich die Revierinhaber ihn auch warnen, der Rivale bleibt. Nun wird es für ihn ungemütlich.
Verfolgt, umzingelt und geschlagen. Nach dem Spießrutenlauf gibt er auf. Finnland ist ein Mosaik aus Wasser und Wald. Flüsse, Sümpfe und immer wieder Seen, gesäumt von endloser Taiga. Nur wenige Anhöhen, wie der Koliberg in Nordkarelien, unterbrechen die Ebene. Wieder ist ein Baum mit ausgedehnter Spechthöhle der Ort außergewöhnlichen Geschehens. Das sind keine Schwarzspecht, sondern Eier der Schellente. Acht bis elf Eier legt ein Weibchen im Durchschnitt in ihr Baumnest. Es folgen 30 Tage Brutzeit, bis die Küken schlüpfen. Es ist Juni. Eine Braunbärenmutter führt ihre Jungen durch den Sumpf. Während ihre Mutter nach Fressbarem sucht, nutzen die Kleinen jede Gelegenheit, um miteinander zu rangeln. Unter ihrer Aufsicht kann man sich auch auf fremdem Terrain mal ein bisschen aufspielen. Alles wird untersucht und auf Verwertbarkeit geprüft. Das Geräusch verheißt jedoch nichts Gutes. Für die drei ist es besser, zur Mutter aufzuschließen. Bären sind in erster Linie Pflanzenfresser. Die gehaltvolleren Varianten kennenzulernen, ist Zweck dieser Exkursion. Doch das junge Männchen übt zunächst das Reviermarkieren. Wie die Großen hinterlässt er Haare an der Rinde. Auf dem Lehrplan standen Knospen, Pilze, Knollen. Jetzt droht höchste Gefahr. Bärenmännchen. Männliche Bären töten häufig die Babys fremder Weibchen, damit die sich mit ihnen paaren und den eigenen Nachwuchs zur Welt bringen. Das weiß die Mutter instinktiv. Sie ist auf alles vorbereitet. Die Jungen sind doppelt geschützt. Sie haben eine erfahrene Mutter und einen Baumstamm zur Flucht. Das Männchen ist vorsichtig. Ein letzter Test und sie hat Gewissheit. Der Bär ist nicht an ihr und den Kleinen interessiert. Er will nur in Ruhe fressen. Die Bärin kann gefahrlos weiterziehen. Für die Kleinen war das eine wichtige Lektion.
Wilde Waldrentiere. Neben Saimaa-Robben und Gleithörnchen sind sie eine weitere finnische Besonderheit. Waldrentiere leben nur in zwei Regionen Finnlands, im Westen und im Nordosten an der russischen Grenze. Ein etwa eine Woche altes Kalb hat seine Mutter aus den Augen verloren. Die Artgenossen reagieren schroff. Klagelaute könnten Feinde anlocken. Geschafft. In der Herde kehrt wieder Ruhe ein. In ihrem sicheren Baumnest sind die Schellentenküken inzwischen geschlüpft. Zumindest beinahe. Die Schellentenmutter frisst die Eierschalen. Eine völlig neue Beobachtung. Auf diese Weise gewinnt das Weibchen den wertvollen Kalk zurück. Am Ende der Brutzeit ist kein Fitzelchen Schale mehr in der Höhle. Trocken und gewärmt werden die Küken aktiv. Als ausgesprochene Nestflüchter zieht es sie nach draußen. An der Schwarzspechthöhle herrscht Betriebsamkeit. Es gibt viel zu tun für das Elternpaar. Gleich 4 Schnäbel sind zu stopfen. Das Männchen, erkennbar am durchgehend roten Scheitel, füttert Ameiseneier, eine Schwarzspecht-Leibspeise. Und er muss für den Hausputz sorgen. Alles, was reinkommt, muss auch wieder raus. Draußen am Stamm kontrolliert das Weibchen die Arbeit. Wird alles gewissenhaft erledigt, haben Parasiten kaum eine Chance. Zurück am Baum der Schellenten. Für die Küken naht ein großer Moment. Zunächst ist ihre Mutter gefordert. Mit Lockrufen animiert sie die Kleinen, ihr zu folgen.
Wie soll das gehen? Sie können noch nicht fliegen. Etwas unsanft wird von hinten nachgeholfen. Dann geht es Schlag auf Schlag. Die erste Mutprobe in ihrem Leben. Aber verletzt wird niemand. Die Küken sind einfach zu leicht. Nur das letzte Küken traut sich nicht. Und keiner wartet auf den Nachzügler. Die Geschwister haben es schon fast geschafft. Als die ersten Küken das Ufer erreichen, findet auch der letzte zur Gruppe. Das erste Abenteuer ist überstanden. Auch für das Nesthäkchen. Zeit zum Lernen bleibt den Nestflüchtern keine. Schwimmen, Tauchen, Futtersuche, alles ist ihnen angeboren. Wie aber reagieren sie auf Gefahr? Auch Flucht gehört zum Verhaltensrepertoire. Dennoch überleben selten alle Entenküken einer Brut. Fisch ist die Beute des Fischadlers. Auf etwas anderes hat er es gar nicht abgesehen. Der Frühsommer ist auch die Paarungszeit der Braunbären. Eine Bärin ist empfängnisbereit. Mehrere Männchen markieren die Umgebung und halten Ausschau nach Rivalen. Schon 4 Tage lang verfolgt dieser Bärenmann das Weibchen. Ein Duell ist unausweichlich. Alles wegen ihr. Das Kräftemessen bleibt moderat. Die Kontrahenten sind nicht darauf aus, sich gegenseitig schwere Verletzungen zuzufügen. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich kennen, vielleicht sogar verwandt sind. Die Bärin übt sich inzwischen in Geduld. Der Sieger ist ermittelt. Es ist der Bär, dem das Paar am See begegnet ist. Hastig läuft ihr der Neue hinterher.
Bärenweibchen versuchen sich stets mit mehreren Männchen zu paaren. Das hat einen einfachen Grund. Nach der Paarung kommen diverse Männchen als Väter ihrer Kinder in Frage. Und potenzielle Väter werden ihrem potenziell eigenen Nachwuchs kaum etwas tun. Dennoch halten Weibchen ihre 1- bis 3-Jährigen bei der Paarung auf Distanz. Eine Sicherheitsmaßnahme. Auch wenn Bärenmännchen normalerweise nur fremde Junge töten. An die Jungtiere auf der anderen Seite des Sees verschwendet das Männchen keinen Gedanken. Die Taktik des Weibchens geht auf. Viel zu erwarten ist von ihm ohnehin nicht mehr. Bevor er noch mehr einknickt, macht sie Schluss. Der Kraftakt ist ihm gehörig in die Beine gegangen. Jetzt will er nur noch eines. Bei den Gleithörnchen war die Paarung im Mai erfolgreich. Nur ein Junges hat das Weibchen zu versorgen. Normalerweise sind es 2 bis 4 pro Wurf. Das Baby folgt der Mutter bereits in die Baumkrone. Sie knabbert genüsslich am Espenlaub, während der Nachwuchs eine Kletterstunde absolviert. Der Sperlingskauz hat seine Nachbarn im Blick. Das kleine Gleithörnchen möchte wieder trinken. In der Stillphase kommen Weibchen auch gegen Mittag zum Fressen aus der Höhle, damit sie genügend Milch bilden können. Solange das Junge dicht bei der Mutter bleibt, droht keine Gefahr. An erwachsene Gleithörnchen traut sich die spatzengroße Eule nicht heran, an ein Baby schon. Schnell der Mutter hinterher. Hochsommer in Finnland. Drückende Hitze liegt über den Sumpfgebieten an der Grenze zu Russland. Der Swimmingpool im Sumpf zieht die jungen Bären magisch an. Auch ihre Mutter kommt dazu. Er hat offenbar etwas Interessantes gefunden. Seerosenblätter. Besonders die Stängel sind eine Delikatesse. Das wissen auch die anderen zwei. Noch immer sind die Halbstarken verspielt. Die Raufereien unter den Verwandten sind nicht ernst gemeint. Die drei Bären werden sich auch in Zukunft eher freundlich gegenübertreten. Familienbande. Thank you.
Bis ins 18. Jahrhundert verehrten die Finnen den Bären als Gottheit. Noch immer ist er ein Nationalsymbol. Heute leben etwa 1000 Braunbären in Finnland. Wo es Bären gibt, können auch Wölfe existieren. In Finnland haben sie es allerdings nicht leicht. Sie werden illegal gejagt und vergiftet. Nur etwa 150 Tiere gibt es noch. Eine Wolfsfamilie in der finnischen Wildnis zu beobachten, Eltern mit fast ausgewachsenen Jungtieren vom Vorjahr, hat Seltenheitswert. Der Geruch eines Kadavers zieht über den Sumpf. 3 Bären und 4 Wölfe hat er angelockt. Der Zusammenhalt unter Wölfen ist stark. Lecken festigt ihre Gemeinschaft. Und diese hier scheint etwas im Schilde zu führen. Das männliche Familienoberhaupt setzt sich schließlich in Bewegung. Sein Sohn folgt ihm. Ein Bär prüft die Entschlossenheit des Rudels. Die Wölfin weiß um ihre Sprintstärke. Der Kadaver soll nun seinen Besitzer wechseln, was er unbedingt verhindern will. Doch irgendetwas lenkt die Wölfin ab. Kein mächtiger Bär, eine kleine Stockente. Ein Wolf auf Geflügeljagd? Die Wölfin setzt der Ente nach. Ihr Sohn verfolgt das gleiche Ziel. Doch der Bär ist im Weg. Es scheint, als wollten die Wölfe ihn ablenken. Der junge Wolf hat zugepackt. Ihr erstes Ziel haben sie erreicht. Die Ente ist erlegt. Den Bären wird das Treiben zu bunt. Sie versuchen, den Kadaver fortzuschleppen. Doch die 3 übrigen Wölfe haben sie gestellt. Das Weibchen macht sich die Situation zunutze und entkommt mit dem Löwenanteil der Beute. Herbst in Finnland. Brunft der wilden Waldrentiere. Zwei Jungbullen messen ihre Kräfte. Argwöhnisch beäugt ein alter Hirsch das Geschehen.
In ein, zwei Jahren werden Sie ihn vielleicht herausfordern. Oktober naht bereits der lange finnische Winter. Der plötzliche Wetterwechsel hat den Bären überrascht. Jetzt vor der Winterruhe kommt ihm ein Wolfsriss gerade recht. Er braucht nun jedes Stückchen Nahrung. Aber die Wölfe sind noch in der Nähe. Auch die Raben sind ernsthafte Nahrungskonkurrenten. Der Bär ist beunruhigt. Zu Recht. Am Waldrand wartet das ganze Wolfsrudel. Der Bär will sich mit einem Teil der Beute begnügen. Trotzdem beginnt eine wilde Bärenhatz. Für die Jungwölfe ist alles nur ein Spiel, ob Bär oder Rabe. Dem Bären jedoch gehen wichtige Fettreserven durch die Lappen. Den Riss muss er in Ruhe lassen. Die Wölfe feiern den Sieg. Jungtiere unterwerfen sich ihrem Vater. Auf das Fleisch, den eigentlichen Grund des Streits, scheint es in dem Moment gar nicht anzukommen. Es ging ums Prinzip. Die Wölfe haben ihre Macht gegenüber dem Bären demonstriert. Mit ihrer Energie werden auch die Wölfe bald haushalten müssen. Der Winter hat noch nicht einmal richtig begonnen. Das Jahr geht zu Ende. In der Heimat von Bären, Wölfen und vielen anderen Raritäten der europäischen Tierwelt, in Finnland. Jetzt in Quark